Nein, auf jeden Fall. Guck mal, ich kann mich erinnern, wir sind in Hockenheim nach Gründung der DTM, sind wir in Hockenheim gestartet mit 44 Autos und das erste Rennen habe ich gewonnen, der erste M3-Sieger. Und das zweite Rennen bin ich Dritter geworden und das war ein perfekter Einstand. Einige deiner Mitstreiter von damals, die haben wir jetzt auch im Starterfeld dabei. Wollen wir mal gucken, wie sie sich hier denn für das Rennen Nummer 2 qualifiziert haben. Weil gestern hatten wir ja schon mal einen Durchgang. Der wurde dann wenig überraschend von Rudolf Schöllhorn gewonnen. Deshalb wenig überraschend, weil er fährt das neueste Auto im Starterfeld. Ein 2008er Mercedes, so ein bisschen, möchte nicht übertreiben, aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja. Also der hat natürlich das absolute Überfliegerauto. Auf Platz 2 im Ziel, von ganz hinten losgefahren, Chris Nissen, der kurzfristig das Auto von Jörg Hatscher übernommen hat, weil sein eigenes Fahrzeug, oder mit dem er starten sollte, defekt war. Jetzt geht Klaus Ludwig, mit dem du auch schon einige Erlebnisse hattest, von der ersten Startreihe aus ins Rennen. Also ich glaube, Geschichten haben wir gleich eine ganze Menge. Ich möchte nur gerade den Fans die Startaufstellung präsentieren, damit ihr wisst, wer alles dabei ist. Dritte Startposition für Eckhard Ludewigs. Mit dem Auto ist gestern der Klaus Ludwig, Dritter geworden. Dann haben wir Marc Hessel, auch ein langjähriger BMW-Kollege, damals 1987 im Zacks-Biedwerks-Team. Mit Erik van der Poele. Die fahren jetzt auch wieder zusammen bei 2.0. Treffen sich jetzt wieder zurück. Und das waren ja auch die Kollegen, die bis zuletzt um den Meistertitel am Salzburgring gekämpft haben. Und der Marc Hessel, da gab es eine Teamorder, musste sich ein bisschen hinten anstellen und hat seine eigenen Chancen weggeschmissen. So brutal kann manchmal Motorsport sein. Also dazu muss ich sagen, mir wäre es im Leben nicht passiert. Das ist mal so sicher wie ein Arm in der Kirche. Da muss ich sagen, da habe ich null Zweifel an dieser Aussage. Ja. Der Marc war damals aber noch ein junger Nachwuchsfahrer, muss man auch fairerweise dazu sagen. Das war sein erstes Jahr als Werksfahrer. Er ist vorher in Formel 3 gefahren, Formel Ford, Formel 3. Und das war sein erstes Werksengagement. Da ist man vielleicht noch brav und ordnet sich entsprechend unter. In den weiteren Positionen haben wir René Ruch auf dem zweitschnellsten BMW in der Startaufstellung, gefolgt von Marcel Wüst. Das ist ein Oldtimer-Händler, Klassik-Händler, hat nichts mit dem Radfahrer zu tun, trotz der Namensgleichheit auf 6. Tim de Vries, der fährt hier den Nissan Skyline, auch Godzilla genannt, ein Überauto in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da wurde das Tourenwagenrennen in Macau da seinerzeit mitgewonnen. Ich glaube, die hatten so bis zu 600 PS unterwegs. Ja, auf jeden Fall, Die waren sehr extrem leistungsstark, Und die M3s damals, da war, glaube ich, der Emanuel Pirro und der Jockel Winkelhock, die Teamkollegen. Wie viel Leistung gab es da parallel? Die Leistung im Anfang mit den M3-Fahrzeugen, wir lagen alle so 295, 300, 302 PS. Das war die 2,3-Liter-Version. Und dann nachher, und zum Beispiel Autos wie hier laufen, wie mein Tic-Tac-Auto, was ich gestern gefahren habe, das ist die letzte Evo 2-Stufe. Also die haben schon 360, 362 PS. Ja. Und die Fans damals, die erinnern sich vor allen Dingen an den Klang. Der Klang dieses Motors genial. Das Ansauggeräusch. Also als wir ja anfingen damals mit der Phonbegrenzung von 98 plus 2, das war ja nur auf den Auspuff, die Abgasgeräusche. Aber man hat nicht bedacht, Gott sei Dank, die Ansauggeräusche. Und ab 7,5, 8000 Umdrehungen, da spielt ja richtig die Musik. Und beim Adenauer Race Day am Mittwoch habe ich gesagt, mein Chef hat mir erlaubt, ich darf 9,2, 9,3 drehen. Da waren, weiß ich nicht, 100 BMW-Fans. Da habe ich gesagt, für euch fahre ich eine Hinterachse kürzer. Ich kann etwas höher drehen und werde euch einen traumhaften Sound aus den 70er, 80er Jahren rüberbringen. Hoffen wir, dass die Fans das hier auch genießen können. Dein Auto selber wurde gestern vorzeitig abgestellt. Da gab es ein Problem. Ja, die Gasrückzugfeder ist gebrochen in der dritten Runde und dann ist beim Runterschalten ist die Drehzahl immer so bei 6.000, 7.500, 5.000 stehen geblieben und dann habe ich da einige Runden noch mit leben können, aber das wurde dann immer schlimmer, um nicht noch mehr Material kaputt zu machen, weil ich wusste ja auch nicht genau, was es war, aber das Auto war eigentlich auch nicht mehr fahrbar und dann habe ich in der Sicherheit zur Boxe zurückgebracht. Und wird heute vom Fahrzeugeigner, von Kaspar Askow,
bewegt. Der steht allerdings dann aufgrund des Ausfalls ein paar Plätze weiter hinter. Das ist das TikTok-Auto, ja. Steht auch noch Franz Engstler drauf. Der hat das Auto ja auch seinerzeit in der DTM bewegt. Also auf der 26. Position, liebe Fans, seht ihr die Startnummer 18. Vom Design absolut einmalig. Grünes Auto, weiße Punkte. Ja. Also auch das natürlich ein Eyecatcher. Und das mir besonders viel Spaß macht, viele Autos in der Originallackierung. Ich komme zurückversetzt, einfach Zeitreise minus 30, also, 40 Jahre. Das Tic-Tac-Auto mit Franz hat ja auch viel Geschichte geschrieben. Und in den 88er Jahren haben wir beide bei Valier gefahren. Und der Franz war verhindert, einmal krank und einmal weiß ich nicht. Und ich habe dieses Auto in Spa, in Salzburg und noch irgendwo einmal bewegt. Und der Lavalier damals war schon eine schlagkräftige Truppe mit meinem roten Billenauto dabei. Also muss ich schon sagen, das hat viel, viel Spaß gemacht mit dem Franz zusammen in dem Team. Und sehr, sehr erfolgreich vor allen Dingen. Und mit dem Rudi Billen-Schriftzug ist übrigens der Erik van de Poel jetzt unterwegs. Jetzt auch mit dem Auto habe ich ein tolles Rennen gefahren. Und zwar, wie du dich erinnern kannst, sind wir ja in 87, 88, wir hatten ja ein überstarkes Feld. Und die ersten 15 Autos waren im Qualifying gesetzt. Und ab Platz 16 mussten wir ja immer ein sogenanntes Qualifikationsrennen fahren. Und da kann ich mich erinnern, ich bin ja zu dem Zeit noch immer in Japan gefahren. Und dann hat der Vater von dem Maxime Martin mein Auto in Belgien gefahren, auf Wunsch von Rudi Billen, von dem Sponsor. Und der hat das Auto in der zweiten Runde irreparabel zerfeuert. Und dann haben wir von Anton Göser das Auto geliehen, beziehungsweise BMW hat das Auto geliehen. Und dann hat die Valier-Truppe in 3 Tagen alle meine Aggregate von dem Schrott in dieses Auto implantiert. Und dann habe ich damit am Wochenende in Hockenheim eine riesen Show abgeliefert. Und dann kamen wir in Arzt, waren wir noch im Sportstudio. Und in der letzten Runde, Eingangsmotor drum, war ich Dritter. Alain Codini, Olaf Mantai. Und das ging, damals waren wir alle nicht zärtlich. Die Spiegel sind abgefallen, wir haben uns berührt mehrmals. Bei 2.0 läuft da noch der Originalfilm. Und letztendlich habe ich damit 0,2 Sekunden gewonnen. Ich wusste aber nicht, dass ich gewonnen habe und habe dann im Parc Fermé vorsichtshalber erstmal den Helm aufgelassen, weil ich nicht wusste, wie der Alain Codini reagiert. Das war das Überholmanöver aus der Sachskurve raus, exakt. Anfahrt Richtung Opelkurve und zwar genau. Vor der ersten rechts über die Wiese. Da ist genau. Dieser Links-Rechts-Knick mit allen 4 Rädern über die Wiese und dann wieder in den Asphalt reingesprungen. Ich kann mich genau daran erinnern, der Alain Codini hat mich etwas abgedrückt, da bin ich innen auf den Curb gekommen, bin zurückgesprungen, in den Codini rein und der Olaf ist noch in der Mitte durchgeschlüpft und da war der Dritter. Aber der hat sich so gefreut und dann muss ich wirklich sagen, war fürs Publikum, also die Qualifikationsrennen am Samstagnachmittag, das war schon der Eyecatcher. Also für die jüngeren Zuschauer müssen wir wirklich erklären, da waren damals echte 100.000 Zuschauer beim Saisonauftakt in Zolder beispielsweise. 4,2 Kilometer lange Strecke und 100.000 Menschen. Wir haben im Stau gestanden, fast von der deutschen Grenze bis zur Abfahrt nach Zolder. Das sind knapp 60 Kilometer. Ja. Das waren damals Festivals und die lebten genau von solchen Aktionen, als sie gerade beschrieb. Es wurde nachher immer professioneller, als die Hersteller natürlich verstärkt Einfluss hatten. Irgendwann hatten wir Opel, Alfa Romeo und Mercedes. Da sprechen wir schon von den Endjahren der ersten Generation. Ja, Volvo dazu und so. Also dann Peter Jom mit dem Camaro. Wir waren teilweise mit 8, 9 Herstellern waren wir da. Also, und eine Stärke von 38 bis 44 Autos oft. Ne? Also das war schon die damalige DTM, das war schon ein Kracher. Genau, das Ganze endete 1996 mit der ITC. Ja. Die Autos waren damals hochgerüstet ohne Ende. Ein solches Auto sehen wir hier in der Startnummer 2 mit Klaus Ludwig, der dieses Auto oder solch ein Auto damals ja auch bewegte. Damals waren nur noch 3 Hersteller übrig. 2 davon haben am selben Tag im Herbst der Saison 1996 oder nach der Saison den Stecker gezogen, nämlich Opel und Alfa, weil es einfach nicht mehr finanzierbar war. Das ist die Klasse 1 Autos, die sind damals ausgeufert und das wurde dann einfach zu teuer. Aber wenn ich an 87, 88, 89 denke,
da konnten auch noch gute Privatfahrer noch im Mittelfeld mitfahren und so. Egal ob Mercedes, BMW, wie sie alle da waren, die haben ja auch gute Produkte geliefert für den Privatfahrer und die Ersatzteile waren noch überschaubar. Und ein gutes Privatteam konnte auch diese Autos einsetzen, wobei die Klasse 1 Autos können nur noch die Werke einsetzen. Es ging schon Richtung Formel 1 Budgets, ja. Und letztendlich war es das auch damals mit den explodierenden Kosten. Und umso erfreulicher ist, dass wir hier in diesem Starterfeld, wir hatten beim ersten Training noch 38 Autos, ein paar sind leider der Technik zum Opfer gefallen, aber wir haben wirklich einen Querschnitt aus dem Jahr oder den Jahren Mitte der 80er Jahre mit dem M3, mit den 190er, mit dem Opel Kadett, der Opel Omega, der kam glaube ich Anfang der 90er Jahre, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Haben wir hier übrigens ein sehr schönes Exemplar, und zwar in Kiesling-Lackierung. Allerdings, das ist ein Gruppe A-Modell, das ist kein DTM-Auto. Und das wird gefahren von einem vierfachen Weltmeister, allerdings nicht auf vier, sondern auf zwei Rädern, Klaus-Peter Thaler, der jetzt auch hier ins Lenkrad greift, Radquerfeld ein Weltmeister. Ja, ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen auch. Ja, er ist auch sehr motiviert und hat viel, viel Spaß. Ist übrigens auch ein richtig schneller, war hier am Nürburgring auch schon mal Meister der Rennen. Der VLN-Serie, damals mit Heinz Remmen. Also ja. Bin auch vorgestern getroffen und haben wir alte Geschichten erzählt, wie das üblich ist in unserem Alter. Ne? Ja, ist er noch damals. Ja. Und er fährt jetzt, wie gesagt, diesen Kiesling Opel Omega. Auf Kurtim sollten Sie achten, der fährt hier so einen Schwedenkoffer. Ja. Und da habe ich gestern eine Geschichte erzählt, die hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Als Flugplatzrennen Mainz-Finden, ein gewisser Peil. Der Bimbo-Peil, sondern unser Schwede ankam, der dich richtig verhauen hat. Komm ich. Per Sørensen war es. Ja, Sven Sørensen. Per Sørensen. Da gab es noch jemand anderes. Oh, der war höllisch schnell. Auf den Graden ist der Kreis um dich gefahren und du hast dir hier die Schultergelenke fast ausgerissen. Ja, absolut. In Mainz-Finden den langen Berg rauf und so, da haben wir alle so alt ausgesehen, wie der seine Turbo PS losgelassen hat. Also war schon sensationell. Vor allen Dingen, liebe Fans, stellt euch das vor, so ein unendliches, aerodynamisch bescheidenes Auto, CW-Wert wie ein achttürige Schrankwand. Und der ist dann quasi Kreise gefahren, natürlich aufgrund der Power, die er hatte. Hier damals bei das war ein Debüt, glaube ich, sogar in Mainz-Finden und alle bekamen solche großen Augen. So, wir schauen aber jetzt auf den Start über die 30-Minuten-Distanz. Zweimal Mercedes, Startreihe 1 haben wir geklärt. Einmal das Fahrzeug von Rudolf Schöller, die 324 und dann der gelbe ITC Mercedes mit Klaus Ludwig. Klaus Ludwig, auch natürlich jetzt schon mit vielen Jahrzehnten Motorsporterfahrung ausgeprägt. Er wird versuchen, zumindest in der Anfangsphase dagegen zu halten. Genauso macht er es auch. Seite an Seite, schon mit großem Vorsprung. Fahren Sie auf das Yokohama S zu. Dahinter Marc Hessel. Der versucht hier die dritte Position zu erobern. Ja, und jetzt macht Rudolf Schönhorn kurzen Prozess mit Klaus Ludwig. Da hinten dreht sich jemand, zumindest ein Quersteher. Umso enger wird es dann Ausgang der Yokohama-Passage. Und das war Hans-Robert Holzer, der Titelverteidiger, der da einen Quersteher hatte. Ist aber alles gut gegangen. Ist ja auch quasi ein Lokalmatador. Der Hans-Robert Holzer kommt hier aus Koblenz. So, und ja, Rudolf Schöllhorn macht das, was wir erwartet haben. Der war im Training 13 Sekunden schneller als der Zweitschnellste. Deshalb setzt er sich jetzt natürlich hier ab. Aber dahinter geht es deutlich rustikaler zur Sache. 2-Liter-Fahrzeuge hängen natürlich ein bisschen hinterher, ganz einfach. Ja, ganz die Motorleistung ist deutlich geringer als bei den 2,5er-Motoren oder auch selbst die Ursprungsvarianten, die 2,3er. Der Skyline mittendrin, irgendwo auf Platz 6, 7, 8 war er unterwegs. Tim de Vos, der gestern sogar noch eine leichte Kollision in der Schlussrunde. Ja. Zwar mit dem Laufsieger. Und hier Kiesling Motorsport gegen Kiesling Motorsport. Einmal Opel Kadett, einmal der Opel Omega. Im Omega, wie erwähnt, Klaus-Peter Thaler. Auch das war damals natürlich eine Tuning-Schmiede der Zeit. Das war eine Bank rund um Helmut Kiesling. Ne? Absolut. Also die Kieslings Opel, die waren schon gefürchtet teilweise. So, erste Runde ist komplettiert. Rudolf Schönhorn kommt mit einem satten Vorsprung auf Klaus Ludwig zurück. Wenn ich sage satt, sind nur 4,8 Sekunden. Also gegenüber den 13 Sekunden, die wir da im Qualifying gesehen haben, hält es der Klaus Ludwig relativ spannend. Marc Hessel auf
M3, wobei ich so ein bisschen irritiert bin, die Typenbezeichnung 320 IS auf dem M3. Das ist ein Auto, was mal ursprünglich für die englische Meisterschaft gebaut worden ist von ProDrive. Das waren mehr oder weniger Prototypen. Und den hat 2.0 umgebaut auf, da raucht schon wieder einer. Kann aber auch vom Reifen gewesen sein. Und die sind umgebaut worden auf mit M3-Technik, auf 2,5 Liter Basis, Motor, alles. Auto ist relativ leicht und geht wirklich sehr, sehr schön. Also die 2.0 Leute haben da ein tolles Auto hingestellt. Aber nicht, was den Hubraum anbetrifft? Ach, der ist ein 2,5 Liter Motor drin. Ja. Es gab ja auch die Italo-Variante, die man gebaut hat für den italienischen Markt, weil da gab es eine Luxussteuer und ab 2 Liter Hubraum wurden die Autos sehr, sehr hoch besteuert und daraufhin hat man den M3 mit einer 2 Liter Maschine konstruiert. Und 2.0 hat das Auto irgendwann aus englischen Beständen gekauft und hat daran, da ist praktisch ein M3, ich würde sagen Evo-Stufe 2, aber mit viel Originalteilen. Und das Auto ist zum Beispiel auf der Avus und auf, wenn wir nach Hockenheim den alten Kurs fahren würden, von der Aerodynamik sehr, sehr schnell, weil er halt so schmal ist. Okay, klar, da hat die Pausbank. Das ist der Unterschied. So, da sehen wir nochmal, die 110 war es. War nicht der Haro Holzer, sondern die 110, die da am Straucheln war. Heinz F. Pott, auch auf einem der zahlreichen BMW M3. Ich bin mal gespannt auf den Erik van der Pöhle. Der müsste eigentlich noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ja, der ist schon Achter. Ne? Der ist relativ weit hinten losgefahren und ist mit der Startnummer 100 jetzt auf der 8. Position. Für die Fans, die den Namen nicht so zuordnen können, das ist der Rekordsieger oder einer der Rekordsieger der 24 Stunden von Spa. 5-mal hat er dort gewinnen können. Unter anderem 3-mal mit Michael Bartels, mit dem Vitaphone, was er hatte. Ist Formel 1 gefahren. Also das war ein richtig guter. Und als ich mit ihm zusammen 24 Stunden gefahren habe, wir waren nach 23 Stunden, 22,5 Stunden, 90 Sekunden ungefähr vorne und durften nicht gewinnen. Und der Erik war so bitter enttäuscht im eigenen Land. Da habe ich gesagt, Erik, wenn man fürs Werk fährt, muss man sich unterordnen. Ich habe mich auch sehr schwer getan, weil ich ja 3 Wochen vorher hier beim 24-Stunden-Rennen mit Alfred Heger und Olaf Mantai auch nicht gewinnen durfte. 23 Stunden Drecksarbeit gemacht und dann kriegst du den Funkspruch, 1000 Umdrehungen weniger auf Ankommen fahren. Ja, Politik gehört im Motorsport dazu. Haben wir gefühlt in den Jahren danach noch mehr gespürt als damals, weil ihr durftet das damals noch raushauen. Manchmal haben die Fahrer es auch optisch gezeigt, während ein Fahrzeug hier langsam jetzt unterwegs ist, die Startnummer 10, das ist 20, Marc Hessel, der da aus der Goodyear-Kehre in langsamer Fahrt ausrollt und ausgerechnet im Schumacher-Essen relativ blöden Parkplatz wählt. Da steht aber wirklich blöd. Da müsste doppelt gelb kommen, definitiv. Ist hoch, ist nicht. Irene Hoch ist halt. Ich habe mir nämlich gedacht, das ist die 10. Die Einblendung war dann auf die 20 bezogen. Also René Hoch parkt da und rollt jetzt geschickterweise zurück. Da gibt es normalerweise eine Tasche. Er ist so ein sympathischer Typ, der René Hoch. Also wirklich. Ich habe mich gestern so gefreut, als er noch Zweiter geworden ist. Und jetzt steht er da. Ein Bursche, der mit seiner Frau zusammen das Team bildet. Er macht alles selber, er schraubt alles selber. Ein ganz, ganz toller Mensch. Ich glaube, das haben wir aber in dieser Serie häufiger. Racing with Friends ist ein Spruch, unter dem diese Serie antritt. Da ist die Frau dabei, ist bei Familie Holzer übrigens genau das Gleiche. Die Claudia, die macht das ganze Management drumherum. Und das gilt für einige in dieser Serie, die einfach Spaß haben und Spaß an den alten Autos. Ja. Er hat Volker Stritzek gestern getroffen mit seiner Gattin. Die hatte auch leuchtende Augen. Er hat gesagt, der Volker setzt sich in den Kadett ein, sagt, ist wie früher, ist wie zu Hause am Sofa. Und genauso geht es dir mit Sicherheit, wenn du in M3 einsteigst. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch leuchtende Augen. Ne? Nächste Woche, ich hoffe, dass mein Auto fertig wird bei der Golden Era. Dann werde ich wieder mein schwarzes Original-Vogelsang-Auto fahren. Und da freue ich mich riesig drauf. Natürlich haben die Autos schon mal das eine oder andere Wehwehchen. Da reißt der Bautenzug, wie gestern da die Feder kaputt oder ein Kupplungsschaden letzte Woche in Hockenheim. Aber da muss man so stehen. Da muss man positiv denken aufs nächste Rennen und fertig.
Was mir hier gut gefällt, es wird nicht mit härtesten Bandagen gekämpft. Anders als bei euch damals, weil das sind nun mal alte Schätze. Ja, aber ist trotzdem, dass es Jörg Hatscher und Thorsten Stadler immer wieder auf die Reihe hinkriegen und dass auch die Klasse 1 Autos, und so, ist egal, ob ich hinter solchen Autos Dritter, Vierter, Fünfter werde, aber dass die Autos ein Betätigungsfeld haben, dass sie präsentiert werden dürfen, und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Ja, für die Fans der Hinweis, ja. Safety Car ist draußen. Der Grund ist der gestrandete BMW von René Ruch. Hat ja. nichts mit den Ruchbrüdern in Berlin. Nein, nein, auf keinen Fall. Ford Mustangs ja die DTM aufgemischt haben, also zufälligerweise ja. die Namensgleichheit. Also jetzt das Feld erstmal eingebremst, ja. Sicherheit geht vor. Ja, da ist der Vorsprung natürlich von Rudolf Schönhorn weg, aber... Ja, schauen wir, ob der Klaus... Kriegen wir gleich nochmal für 12, 15 Minuten nochmal ein neues Rennen geboten. Richtig. Wenn sie jetzt alle clever sind, dann schließen sie alle schnell auf, machen die Lücken zu und dann geht es gleich nochmal vom Neuen zur Sache. Was ich schön finde, dass wir hier einige Fahrzeugsammler haben. Ja, die haben ja irgendwann ein paar Euro 50 in die Hand genommen, um solche historischen Autos ja. zu kaufen. Und häufig werden dann die damaligen Fahrer auch eingeladen. Ja, ja. Und ich glaube, ihr habt alle einen Mörderspaß gestern. Der Chris Nissen hat sich gefreut, ist von ganz hinten losgefahren. Auf Platz 2 hat er nochmal kundgetan. Ich hatte das beste Auto. Ich war eigentlich gar nicht so das Maß der Dinge. Wenn ich dich einmal unterbrechen darf, der Chris Nissen hat gestern gesagt, eigentlich habe ich mich geschämt, euch alle so zu überholen, weil ich habe im Flugzeug gesessen. Ja, und in diesem Flugzeug sitzt jetzt der Klaus Ludwig. Ja, ja. Auch wie du am Nürburgring seine ja, markanten Teile seiner Karriere ja, ja. bestritten. Natürlich, ihr wart beide in Le Mans oh. unterwegs. Oh. Der Klaus ein bisschen erfolgreicher als du. Du hattest da auch einiges an Pech. Ja, 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 ja. Klaus hat vielleicht auch oft das Glück gehabt, im richtigen Auto zu sein. Ja, absolut. Ja. Aber muss man sich auch erarbeiten. Ne? Von alleine geht nicht. Siehe auch die Erfolge am Nürburgring. Ja. Ne? Also die ja. Jüngeren werden sich nicht mehr daran erinnern, aber der Klaus hat hier dreimal die 24 Stunden gewinnen können, genauso wie in Le Mans. Dreifacher DTM-Champion und davor die deutsche Rennsportmeisterschaft. Ja, ja. Den yeah. noch älteren Fans noch. Ja, 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 ja. Hans Heyer, ja. auch so ein Vertreter, ja. der hier vor Ort ist, um seinen Sohn hier anzufeuern. Also das war so die alte Garde ja. in den 70er Jahren, aus denen dann später die DTM. Übrigens vor 40 Jahren genau, 1983, bin ich hier DRM-Meister geworden mit dem M1, mit 7 Siegen. Da sind wir noch damals nur Nordschleife gefahren. Da war der Grand Prix Kurs jetzt der aktuelle noch im Bau. Der war noch nicht freigegeben. War genau damals die Variante, wo ja, exakt. Turbine 13 gestartet wurde, wo auch die Formel 2 damals gefahren ist. Wir sind teilweise gestartet unter der jetzigen Audi-Brücke. Und dann habe ich mich bewusst vorher, ich wollte nie Pole Position haben, weil da kam es nicht oben als Erster an. Weil alle Burschen haben deinen Windschatten genutzt und da bist du als Vierter, Fünfter auf die Nordschleife eingebogen. Das war eine Geschichte, die du schon in Renault 5 Zeiten kanntest. Oh, ja, ja, wer als ja, Erster ja. in der Döttinger Höhe eingebogen ist und hinter sich 8 Leute hatte, der war hier oben bei Start ja, ja. im Normalfall dann Achter. Ja. ja, schöne Geschichten damals. Aber ich denke, nächste Runde wird wieder freigegeben. Da sind die gelben Lampen noch an. Aber dann haben wir noch mal ein paar schöne Runden. Feld ist wieder ziemlich stark zusammengekommen. Genau, vielleicht mal für die Fans zusammenzufassen. Also vorne, klar, da ist der Rudolf Schöne, Schöllhorn, Zweiter Klaus Ludwig, Dritter Marc Hessel. Was vielleicht auch ganz interessant ist, der Marc Hessel ist ja gelernter Architekt, ja. hat auch bei der Firma Thielke gearbeitet. Richtig. Und maßgeblich auch bei den Umbauarbeiten hier der Nürburgring Grand Prix Strecke mit eingebunden. Ja. Also für den jetzigen Streckenverlauf ist er durchaus mitverantwortlich. Und ja, ob das jetzt ein Vorteil für ihn ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Aber guck mal, was mir jetzt auffällt, die Kollegen als fünfter, sechster Stelle, die schlafen einfach. Anstatt die aufschließen, da ist doch jeder Meter Gold wert. Wenn sie aufschließen, hinten dran fahren, dann können wir nochmal ein neues Rennen starten. Ja. Könnte vielleicht noch mal ein bisschen Action passieren. Der Kollege Adolf hat an der Stelle häufiger den Titel Schnarchsack des Tages verteilt. Nach dem Motto, wenn der Abstand zu groß wird, wenn man nicht aufpasst. Also die Lichter am Safety Car sind aus. Das heißt also, das Rennen wird jetzt in wenigen Augenblicken wieder freigegeben. Dazwischen ein überrundetes Fahrzeug, nämlich der Jägermeister Opel Omega, der jetzt natürlich den Klaus Ludwig einbremst, weil er darf
nicht vor der Start- und Ziellinie überholen. Das heißt, der Klaus Ulrich würde gerne da überholen, wo seinerzeit ein gewisser Keke Rosberg den Blinker gesetzt hat, um Klaus Ludwig passieren lassen zu müssen. Absolut, ja. Auch das ist eine Geschichte, die in den DTM-Büchern steht. Nicht bei jedem so sehr beliebt, aber das war auch ein sehr markanter Baustein in der Geschichte. Ja, Platz 3. Hat der Opel sich verbremst etwas? Ja, ich glaube, der wollte Platz machen und hat den ganz weiten Bogen da im Yokohama S genommen. Marc Hessel, ehemaliger Bonner, auf 3. Dann haben wir den Nissan Skyline, allerdings schon mit einem großen Rückstand. Aber da kommt weit und breit nicht. Ja. Also beim heutigen Rennen fährt der Marc eindeutig ohne Konkurrenz. Er kann auch schön gemütlich angehen lassen. Er ist noch mit neuen Reifen gestartet. Kann er gemütlich nach Hause fahren, weil weit und breit mit den beiden vorderen Autos hat er nichts zu tun. Und da kann er eigentlich rennen, gemütlich nach Hause fahren. Ja, hier sehen wir uns Material schon. Opel gegen Opel. Carsten Welcher im Opel Kadett kann da etwas später bremsen. Liegt ja, vom Gewicht her. Nicht, ja. Die Opel waren damals relativ gefährlich in den ersten Runden, weil die mit rund 80, 100 Kilo weniger Gewicht gestartet sind. So, also Markus Österreich war damals mit solchen Autos unterwegs waren. Und er kämpft hier mit Plinky. Bürgerlicher Name Walter Kowalczyk, genannt Plinky, der jetzt wieder die Position zurückerobert. Also die Opel, die waren damals schon herzerfrischend, muss ich schon sagen. Wie Markus drauf gesessen hat, dann Peter Oberndorfer, verschiedene, also das war schon in Ordnung. Jetzt sieht man wieder, der Opel Omega von der Kraft her, der zieht ein bisschen weg, aber auf der Bremse müsste der Opel ihn eigentlich kriegen. Müsste der Kadett. Opel, der Kadett den. So wie jetzt eben in der Goodyear-Kehre sehen. Aber man lässt sich auch rauben. Das war, wie gesagt, zu eurer Zeit damals ganz anders. Ja, auch wenn man den. Wobei ich muss sagen, mit dem Opel Omega im Feld als die Autos, da war, glaube ich, damals der Karl Mauer Rennleiter in der Zeit. Die Omegas haben sich nicht durchgesetzt. Absolut, die waren zu schwer, zu klobig. Also das war nicht so toll, der Wurf, den wir da konstruiert haben. Übrigens, der Junior von Karl Mauer, der ist hier auch genannt gewesen, der Markus Mauer. Ich glaube, mit der 52, aber Stefan Epp scheint wohl beide Rennen zu bestreiten. Also der Karl hier, Sieger 24-Stunden-Rennen vor vielen Jahren. Und ja, jetzt kommt der Voss beim Überrunden, hat er wenig Mühe. Mir kommt auch vor, dass der Opel Omega sehr schwerfällig ist beim Anbremsen auf die 24-Stunden-Kurve. Auto ist insgesamt, da ist der kleine Opel Kadett weitaus leichtfüßiger. Wendiger, ne? Genau. Jetzt sehen wir mal zwei Generationen von Mercedes-Fahrzeugen. Ja, da macht hier die 111 die Türe aber zu. Das ist hier Guido Momm aus dem benachbarten Kälber. Kein Respekt vor dem mehrfachen DTM-Champion und dem ITC. Machen aber alle respektvoll Platz. Ja, jetzt schon, ne? Genau, also Guido Momm kommt hier aus dem benachbarten Kellberg. Da, wo Familie Menzel ja auch herkommt. Kurze Wege bis zum Nürburgring. Ja, und Rudolf Schöllhorn hat sich zwischenzeitlich wieder einiges absetzen können von Klaus Ludwig. Aber auch er hat Spaß mit seinem doch wirklich relativ modernen Fahrzeug. Jetzt läuft er auf eine Runde zu überrundenden oder auf einen Teil der zu überrundenden Teilnehmer auf. Jetzt wird er vorsichtig agieren, weil genau hier in dieser Ecke ist er gestern mit Tim de Vos aneinander geraten. Das war einmal eine Warnung und deshalb lässt er sich jetzt Zeit. Wie gesagt, hat er gar keinen Druck von hinten. Also ich würde mir wünschen, dass wir ein Startfeld haben in Zukunft, was wir präsentieren können, von 35, 38, 40 Autos. Ich glaube, in jedem Top-Rennen, wenn wir da als Rahmenserie auftreten, ist das Highlight. Schon im Fahrerlager, die Fans beim Warmlaufen, wie interessiert die sind und wie viele wirkliche Fans, die Durchblick haben, die mit ihren Bildern kommen und alles. Also, das sind schon schöne Zeiten gewesen. Die Autos spektakulär und muss auch dazu sagen,
der Kult um die Fahrer war damals auch ein größerer als heute. Ja. Es gibt heute mit Sicherheit genauso viele gute Fahrer wie damals, aber die ganze Präsenz, auch die Medienpräsenz, auch ich denke da an die Übertragung aller DTM-Läufe mit Hintergrundberichterstattung, Homestories und so weiter, da waren die Gesichter markant. Ja, wir hatten damals offene Fahrerlager in den Zelten, jeder kam, konnte man, dürfen wir mal gucken, dürfen wir mal ein Bildchen machen. Ich habe das eine oder andere Kind mal auf mein Fahrersitz gesetzt, dürfen mal ein Lenkrad fassen und Bilder machen und so. Ja, heute ist alles ziemlich hermetisch abgeriegelt, überall stehen Kontrollposten. Weil auch, ich muss auch wieder sagen, in Hockenheim sind zwei Handsysteme und ein Helm wieder geklaut worden. Bei aller Liebe, du kannst also, es ist eigentlich eine Schande. Das sind ja keine Fanartikel. Wir sehen einen schönen Kampf. Lars Holtkamp hat sich da gerade den Opel Kadett geschnappt und verteidigt seine Position. Lars Holtkamp, ich glaube, Abschleppunternehmer hier aus dem benachbarten Mosbad. Wenn ich es richtig verbinde, müsste es der Sohn von Gerd Holtkamp sein, der hier viel mehr. Also da muss ich sagen, da habe ich nicht so richtig den Durchblick. Als Organisator des Jan Wellenpokals aktiv war. So, und hier überholt der Klaus Ludwig sein altes Auto. Mehr oder weniger mit der Königpilsener Lackierung. Da haben wir gleich mehrere hier im Feld. Also das macht wirklich Spaß. Oder auch hier das Fahrzeug der Familie Wüst. Mit der schwäbischen Zigarettenwerbung, da stand früher West, Tabakwerbung ist bekanntlich verboten, jetzt steht da natürlich Wüst. Ich würde mir in dem Feld noch zwei schöne 8-Zylinder-Audis wünschen. Ja. Wir haben ja einen Audi, die 13, das ist allerdings ein Nachbau. Der Audi V8, Klaus Peter ist der Besitzer dieses Fahrzeugs, erinnert an die Meisterauto, die du gerade nanntest, 1990, 91, 90 war es der Striezel. 91 der Frank Biela, die mit diesen Fahrzeugen die Meistertitel erringen konnten. Das war natürlich auch spektakuläre Autos. Die Wurzelkiste, wie der Hans immer sagte, wegen dem Armaturenbrett, was ausgestattet war. Ja, auch dieses Fahrzeug, den Mercedes, kennen wir in den Händen von Roland Asch. Ja. Den habe ich letzte Woche in Hockenheim getroffen. Und der wäre, glaube ich, sehr gerne mit seinem Ford gestartet. Aber der hat irgendwie Bremsprobleme gehabt, letzte Woche schon. Und wenn das Auto nicht hundertprozentig perfekt ist, weil dafür sind die Schätzchen zu teuer, dann ist auch ein Originalauto, wo der Roland in Spa, glaube ich, Dritter geworden ist beim 24-Stunden-Rennen. Dann muss ich wegbleiben. Einmal den Kollegen gegenüber im eigenen Feld, weil sie konnten den Fehler nicht finden. Aber ist natürlich auch Sünd und Schande. Du hast Pole Position und du weißt, nach 3-4 Runden wird die Bremse weich und lässt die Bremskapazität nach. Und dann muss man vernünftig sein und aufhören. Oder erst gar nicht starten. Stichwort Ford. Wir haben auch einen Ford Sierra Cosworth dabei mit der 333. Fliegt hier inzwischen auf der 15. Position. Das war natürlich damals auch im Kampf gegen eure M30 über Autos, ne? Ja, absolut. Ja. Als die kamen, also da muss ich schon sagen, das waren doch schon Kracher mit schierer Leistung. Also wenn da Jungs drauf gesessen haben, die das Potenzial zu 100% ausgeschöpft haben. Also, ja, Frank Behler war einer von Manuel Reuter. Absolut. Ja. Es war damals auch so ungefähr 500 PS gegen 30, 150 PS. Also ja, dieses Sierra. Aber wenn ich noch an die Zeit denke, du kannst dich auch gut daran erinnern, wie teilweise die Cossis 130, 150 Gewicht zugelagert haben. Die Federbeine sind weggebrochen, auch an meinem 635 damals. Also das war nicht die richtige Lösung. War ja letztendlich auch der Grund, warum Ford den Rückzug angetreten hat. Es gab den schweren Unfall von Klaus Niezwitz hier auf der Dötschinger Höhe nach einem Reifenschaden oder nach einem technischen... Felgenbrüche und alles erdenklich, wie Reifenplatzer, Fahrgestellschäden, also das war nicht die richtige Lösung. Da war das Auto übrigens im Kampf mit der 201. Das ist das Fahrzeug von Lothar Schmidt und Thomas Adelt bewegt. Da hat natürlich, kann da nichts entgegensetzen. Ist logisch. Sierra mit deutlich mehr Schub. Ich habe noch gar nicht das TikTok-Auto im Feld gesehen. Ob der noch dabei ist, der Kasper? Die 18? Ist die 18 noch dabei? Nee, ich fürchte. Dass er gar nicht gestartet ist. Du hast es mir vor dem Rennen gesagt, dass es unglaublich, das Auto fertig wird und
konnte offensichtlich seine Position nicht einnehmen. Und jetzt sehen wir den nächsten Rauchsignal. Oh. Und das ist kein Verbremsen. Da verabschiedet sich möglicherweise... Kann lieber abstellen, weil dann wird es teuer. Ja. Start Nummer 19. Hier mit Rauchsignalen unterwegs. Das ist Michael Decker, der gestern in der Schlussrunde eine Kollision hatte hier im Yokohama S. Mit dem noch gut 7,5 Minuten zu fahren. Also er sollte mal in den Spiegel gucken, die Rauchentwicklungen. Weil lieber rechts in die nächste Bucht reinfahren, abstellen, dann wird es nur unnötig teuer. Und? Wenn er platzt, Strecke versaut. Das wäre für die Kollegen unschön und vor allen Dingen auch für uns hier bei einem eng getakteten Zeitplan. Wir müssen ja gleich in die Startausstellung für die 24-Stunden-Rennen gehen. Also hoffen wir, dass er vielleicht rechtzeitig die Box... Weil die Rauchentwicklung wird nicht weniger, ganz im Gegensatz. Jeder sollte in die Box Bescheid sagen. Aber wenn er mal ab und zu in den Rückspiegel guckt, dann soll das auch sein. Ein Fahrer sagte zu mir, die Autos sind zickiger als meine Frau. Ja, ja. Und, aber es sieht nicht so aus. Nein, er fährt hart, erfrischend weiter. Und hoffen wir, dass die Nummer hier gut geht. Ist die Rauchsignale, ja doch, die tauchen ja immer wieder spontan auf, also nicht durchgängig. Jetzt wird es wieder stärker. Also bei aller Liebe, da habe ich kein Verständnis für. Möglicherweise schaut sich die Rennleitung das auch an. Gerade bei diesen sündhaft teuren Autos, das ist ein Originalauto, also da nicht stehen bleibt. Weil du musst eine alte und vor allen Dingen, so groß ist der Ölvolumen auch nicht. Also ja, schauen wir mal. Vorsprung des Spitzenreiters, zwischenzeitlich wieder angewachsen auf 43 Sekunden, über 43 Sekunden. Also das ist eine lockere Geschichte. Mercedes hier stark unterwegs, Plätze 1, 2, 5 und 6, wenn wir jetzt mal einfach die Grafik anschauen. Dazwischen einmal BMW mit Marc Hessel und dem Nissan Skyline auf der vierten Position von Tim De Vos. Aber ist doch schön, wenn man die Bilder sieht, dass uns auch die Klasse 1 Autos erhalten bleiben, dass die bewegt werden von ihren Besitzern. So, später Bremspunkt. Reicht das? Ja. Ja, funktioniert. Gutes Manöver. Das ist ehemalige Werksauto. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Auto von Eckhard Ludewigs. Ludewig teilt das Auto mit Ludwig. Also auch das war gestern, ja. Ludwig Ludewig. Ja. Hat Klaus gestern mit gewonnen. Dritte Gesamtplatzierung, Klassensieg. Ja. Ich hätte da gerne auch mitgemischt, aber gut. Bei technischen Defekten muss man vernünftig sein, alle Boxenfahren aufgeben. Geht nicht anders. Ich glaube, dein Teamkollege, der hat auch noch mehr Autos im Besitz, bewegt. Ja. Ne? Also da sehen wir vielleicht dann demnächst. Opel Calibra gibt es da auch noch im Angebot. Ja, ein ITC Calibra, was ja auch so ein Hightech-Auto war, 1995, 96. Also freuen wir uns hier über die Vielfalt der Fahrzeuge, die wir heute hier sehen, die vielleicht bei den nächsten Stationen auch noch aufgerufen werden. Da gibt es ja das große Rennen auf dem Nürburgring. Ich sag jetzt mal mit Sicherheit das Highlight im Terminkalender. Die alten Autos kehren zurück an die Städte, wo sie damals wirklich die Zuschauer von den Sitzen gerissen haben. Und auch der Historic Grand Prix in Kopenhagen. Ich glaube, da freut ihr euch auch drauf. Das ist ja auch ein Riesenevent in einer relativ ungewohnten Atmosphäre, aber das wird ja zelebriert dort vor Ort. Und übrigens, für die Fans hier, wenn ihr nochmal zum Nürburgring kommt, um die Autos zu sehen, dann ist Mitte Oktober der richtige Zeitpunkt. Dann ist nämlich das Finale hier am ADAC Racing Weekend. Also hoffen wir auf ähnlich gute Beteiligung, werden wir hier die nächsten Rauchsignale sehen. Und das ist der Opel Calibra, während hier weiter gekämpft wird. Also zum Nürburgring, zur Grand Prix-Strecke, da kommen immer gerne alle viele Leute hin. Und ich glaube auch, jetzt in der kommenden Woche, dann ist ja die Nürburgring-Historik hier, dann der Oldtimer Grand Prix, also da fahren viele tolle Schätzchen damit in verschiedensten Kategorien. Da freue ich mich auch richtig drauf.
Ich habe eben gesagt, du gehörst seit fast 50 Jahren zu BMW. Dass du heute noch hier bist, hat auch den Grund, dass du hier für BMW vor Ort bist. Hast dich extra losgerissen, hast gesagt, Uwe, komm, eigentlich habe ich hier einen Termin mit BMW, aber ich komme zu dir. Was ist deine Aufgabe jetzt an diesem Wochenende? Ich mache hier zwischen 8 und 10 Moderation einmal in der BMW M-Lounge. Dann drüben haben wir einen großen Pavillon, Eingang zur Nordschleife. Da pendel ich hin und her und da werde ich, also ich werde einfach nur gesteuert, wo ich gebraucht werde und bin präsent. Und ich bin auch stolz drauf, dass BMW mir nochmal einen neuen 2-Jahres-Vertrag gegeben hat. Ich fühle mich fit. Auch hier bei der Veranstaltung, wir haben alle Veranstaltungsblöcke oder Autogrammstunden um mich rumgebaut, dass ich den Kopf frei hatte fürs Rennen. Und ja, nächstes Jahr bin ich 50 Jahre bei BMW. Und das bin ich auch stolz drauf, mich mit einem Weltkonzern zu verbinden und immer noch gern gesehen bin. Solche Geschichten gibt es heute relativ selten. Ja, absolut. Ich kann wirklich an wenigen Fingern einer Hand abzählen. Auf der anderen Seite, egal für wen, ob ich für Sport, Auto, für Scuderia, für BMW Driving Experience, für die Klassik. Ich habe schon dieses Jahr 2.500 Kilometer auf der Nordschleife als Rennopa abgespult. Ja, das hält mich fit. Respekt. Bereite mich entsprechend vor. Auch die Rennen, die sind nicht ganz einfach mit den Klassikautos, auch wenn es nur eine halbe Stunde am Limit ist. Aber die Temperaturen im Auto sind ja teilweise recht hoch. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl und bin stolz und glücklich, dass die Besitzer mir ihre Autos anvertrauen. Schöne Manöver sehen wir. Hier im Bereich, der Yokohama ist, da war die 33 mittendrin in die Raufereien verwickelt. André Reuter, das ist ja auch so eine BMW-Familie, ne? Der Herr Papa. Absolut, Vater und Sohn, wir liefern die beiden ganz alleine, bereiten das Auto vor, machen die ganzen Einsätze, kommen aus Gießen. Und muss auch sagen, sehr harmonisch alles. Auto ist immer, immer picobello, wo man wieder zweimal angekommen und fahren sehr, sehr vernünftig, haben ihren Spaß. Auto läuft. Ja, hier haben wir Marc Hessel, den Drittplatzierten, den beinahe DTM-Champion aus dem Jahr 1987. Wir schauen auf die Uhr. Wir haben noch 42 Sekunden zu fahren. Der Spitzenreiter jetzt in Beanfahrt. Ja, zum Überrunden wollte ich schon beinahe sagen. Richtung Ravenol-Kurve. Das heißt also, das könnte schon fast die letzte Runde laufen. Müssen mal gucken, wann er hier über die Ziellinie fährt. Während wir hier wiederum den Kollegen Reuter beobachten im Kampf. Ja, schau mal, ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde für Rudolf Schöllhorn. Noch einmal die Schikane meistern. Und dann ist der zweite Laufsieg an diesem Wochenende perfekt. Also, fehlerfreie Fahrt, einmal raus beschleunigen. Ja. Jetzt wird er abgewunken. Fahrzeug ist abgelaufen. Ja, das. Aber ist doch toll, den Sound zu hören, den Fans diesen Sound zu reden. Wenn das Auto schon im Fahrerlager warm läuft, da sind Menschentrauben, ja, die den Sound genießen. Also, Gratulation an Rudolf Schöllhorn, den wir gleich natürlich auf dem Siegerehrungsbalkon begrüßen, genau wie die Zweit- und Drittplatzierten. Da müssen wir noch auf die Zielankunft warten, das heißt also Doppelerfolg für Rudolf Schöllhorn. Ja, warten auf Klaus Ludwig, gestern auf 3, heute auf der 2. Position und als 3. im Bunde dann auf Marc Hessel. Ich weiß nicht, der ist möglicherweise auch schon abgewunken, war jetzt nicht so ganz klar erkennbar. Und Rudolf Schöllhorn genießt auf jeden Fall die Auslaufrunde und ja, der Hinweis an die Fans. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, den Sport, die Autos, den Sound, dann spendet den Jungs hier einen kräftigen Applaus. Das haben sie verdient. Mit so viel Herzblut ist man dabei. Absolut. Jeder Einzelne, ob der Erste ist oder der Letzte, jeder hat es verdient, Applaus zu kriegen. Wie liebevoll die ihre Schätzchen vorbereiten, transportieren, pflegen übers Wochenende. Deshalb auch in der heutigen Zeit beim Überrunden oder im Qualifying. Im Zweifelsfall hebt man mal den Fuß, weil die Ersatzteile sind nicht nur sehr, sehr teuer, sondern auch rar. Und da muss man halt gewisse Rücksicht nehmen.
gestern mit dem Klaus zusammen, die ersten Runden waren ein bisschen Rangelei und so. Aber das macht euch ja auch Spaß. Wie früher, ja, wie früher hat sich nichts verändert. Aber man kann sich dann untereinander verlassen. Im Zweifel verliert man mal den Fuß und ist ein bisschen spektakulär, geht alles gut ab. Genau. Kurz noch die weiteren Platzierten. Platz 4 für den Nissan Skyline mit Tim DeVos. Platz 5 Erik van der Poel, wie erwähnt, von weit hinten losgefahren auf Platz 5. Platz 6 für die 3 für Eckhard Ludewigs. 7 für Jean-Pierre Zimmer auf einem weiteren BMW, auf einem weiteren Mercedes. Marcel Wüst auf 8 mit dem nächsten Mercedes. Franco Decker hat das Auto noch ins Ziel gebracht, den qualmenden 190er. Auf der 9. Position und die Top 10, die werden dann abgeschlossen von der Startnummer 28. Das müsste der Gerd Grundmann sein auf einem weiteren BMW M3. Also, ich hoffe euch, liebe Fans, hat es Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht mit dir, Harald. Absolut, absolut. Ja. Und freue mich, ich genieße die Bilder auch. Ja. Freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Danke dir, dass du dich da freiraufen konntest. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt melde ich mich wieder bei BMW. Genau, jetzt musst du Dienst antreten. Die können mich bis morgen Abend über mich verfügen. Genau. Also, herzlichen Dank, Harald Groß. Ich bleibe noch 2-3 Minuten in der Kabine, um dann von der Siegerehrung zu berichten. Und sage ganz einfach, toller Sport, den wir hier geboten bekommen haben von den Tourenwagen-Legenden. Da wird der Jörg Hatscher stolz sein auf seine Truppe, die hier wieder eine tolle Show geboten haben. Und die ersten drei, die erwarten wir dann jetzt in wenigen Augenblicken unten im Park Vermeel. Das ist vorm Start- und Zielhaus. Zwei davon sind schon da, nämlich der Rudolf Schöllhorn und der Marc Hessel. Und der Drittplatzierte, der wird in Kürze ebenfalls anrücken. Und dann heißt es anrücken in Sachen Siegerehrung der Tourenwagen-Legenden. Marc Hessel, BMW 320 IS. Dein Applaus, Marc. Wir kommen zum Zweitplatzierten. Gestern auf 3, heute auf 2. Klaus Ludwig, Mercedes-Benz. Und astreiner Doppelerfolg. Gestern Gesamtsieger, heute Gesamtsieger. Gratulation, Rudolf Schöllhorn, Mercedes-Benz. Und zu Ehren der erfolgreichen Piloten, zu Ehren des Gesamtsiegers Rudolf Schöllhorn, erklingt nun die deutsche Nationale. Verdienter Applaus für die drei Akteure, für Rudolf Britzschneider, für Klaus Ludwig und Marc Hessel. Und wir kommen natürlich jetzt hier zur Preisübergabe. Dominik Britzschneider wird derjenige sein, der hier die Preise für die Firma Belmuth Versicherungen überreicht. Zunächst Platz 3 für Marc Hessel. Thank you.
Der nächste Pokal geht dann an Klaus Ludwig, gestern wie heute, auf dem Podium. Und zweifacher Laufsieger, Maximalergebnis für Rudolf Schöllhorn hier. Sieger der Tourenwagenlegenden, Freitag wie Samstag, Gratulation und euer Applaus. Und jetzt gibt es natürlich das obligatorische Siegerfoto. Bitte zusammenrücken. Da sind sie nochmal für euch, die erfolgreichsten Tourenwagenlegenden der Auflage 2023 hier auf dem Nürburgring. Und wie sich das gehört, am Ende einer Veranstaltung. It's time for Champagne. Und das war's dann in Sachen Tourenwagenlegenden. Und oben aus der Kabine geht es weiter gleich mit Eddie Milke und Olli Martini mit den Vorbereitungen der Startausstellung zu den 24 Stunden.